Hallo und willkommen bei Native Power und bei der Erklärung zu den PDF-Dokumenten, die wir anbieten. In diesem Falle die Erklärung und die Inhaltsangabe und warum, wieso, weshalb zur Aufbauanleitung des BioMilers. Die Aufbauanleitung zum BioMiler basiert auf vielen Jahren Erfahrung und auch darauf, dass viele Menschen daran mitgewirkt haben. Alle guten Hinweise, die wir von Bauherren, die einen BioMiler gebaut haben, erhalten haben, sind in die Aufbauanleitung mit eingeflossen. Die Aufbauanleitung geht eigentlich schon über das, was mit dem eigentlichen physischen Aufbau des BioMilers zu tun hat, hinaus, da es auch noch sehr viele Erklärungen gibt, die mit den biochemischen Prozessen zusammenhängen. Zum Beispiel ist in dieser Aufbauanleitung auch zu erkennen, wie eine fertige Zusammenführung der Rohre im BioMiler aussieht und wie die Vorbereitung der Europaletten hergestellt werden, um dort eingebaut zu werden. Das ist nur ein Beispiel von vielen, vielen anderen, und in dieser Art von Detaillierung ist in der Aufbauanleitung sehr viel zu finden. Hier eine kurze Übersicht, eventuell auch das Video mal kurz anhalten, über die Inhalte, die in der Aufbauanleitung vorhanden sind und wie ihr aus den vielen Videos und Unterlagen kennt, haben die BioMiler ja ein unterschiedliches Aussehen, je nachdem welche Umrandung verwendet wurde. Längs ist sehr schön zu erkennen, wie ein BioMiler aussieht, wenn Doppelstigmatten verwendet worden sind. Und rechts auf dem Bild mit dem Jungen ist zu erkennen, wie ein BioMiler aussieht, der Baustahlmatten hat. Euch jedenfalls viel Vergnügen mit den Unterlagen. Besucht uns auf der Webseite und auch im Webshop. Viele Grüße von Native Power.